Wie kommst du morgens zur Arbeit? Meistens mit der Bahn, im Sommer mit dem Fahrrad. Inwiefern senkst du den Altersdurchschnitt am FZI? Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Altersdurchschnitt ist, aber ich denke, ich senke den vielleicht ein bisschen. Pausenbrot oder Essen gehen? Essen gehen. Warum stehst du morgens gerne auf und gehst zur Arbeit? Also da ich im Hiwi bin, muss ich praktisch so gut wie nie oder sehr selten morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Und das Aufstehen ist dadurch umso schöner meistens. Aber ja, ansonsten gehe ich zur Arbeit, weil es mir Spaß macht und weil ich es gerne mache. Ja. Wie hast du zum ersten Mal vom FZI gehört? Ich habe zum ersten Mal von einer Bekannten, die hier auch als Hiwi gearbeitet hat, vom FZI gehört. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es vielleicht auch mal aus. Wie ist das Arbeitsklima am FZI? Also bis jetzt ist meine Erfahrung, dass das Arbeitsklima sehr, sehr entspannt ist. Und das finde ich richtig toll. Urgestein oder Newcomer? Also ich bin jetzt seit August 2017 dabei, also wahrscheinlich eher Newcomer, würde ich sagen. Wie viele Stunden sitzt du auch zu Hause vor dem PC? Ja, das kommt jetzt drauf an, wie lange ich ansonsten zu Hause bin, aber ich würde sagen, schon vielleicht so 70-80% der Zeit. Was passiert, wenn der Kaffee leer ist?